Zu unserer großen Freude werden die Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche rege angenommen. Vom Zwergenslalom über die Lesenacht zwischen den historischen Autos, die Forscherkammer, Schulunterricht, Geburtstagsfeiern bis zur Kinderuni kann man hier viel erleben. Das August-Horch-Museum ist seit dem 16. Treffen der Trabantfahrer der Veranstalter dieses Höhepunktes und alle 2 Jahre kann man nun hier in Zwickau sehen und hören, wie der Trabi weiterlebt. Die vielen Veranstaltungen, themenbezogen oder auch nur fachverwandt, kann man heute nur noch aufzählen. August-Horch-Klassik, Lange Nacht der Technik, Ausfahrten wie zum Beispiel 125 Jahre Wanderer, Zwickauer Automobilkolloquien, 125 Jahre Automobil, 80 Jahre Autounion, Projekttage, Autos in Zivil und Uniform, Dampfautomobile, Repräsentationen neuer Autotypen bekannter Autohäuser, das ist heute der Alltag in diesem Hause der technischen Kultur. Ja, aus der, läuft doch. Die Hohe Schule des Automobilbaus, die große Zeit der Autorennen der Autounion, haben wir auch zurückerobert. Unter Führung des Fördervereins und der Mithilfe vieler Zwickauer Betriebe und Einrichtungen ist ein Originalnachbau eines Auto-Union-Rennwagens gelungen. Na, nicht ganz. Aber man kann ihn sehen und vor allem auch hören, den Rennwagen der Auto-Union. Die Dauerausstellung wird in wertvoller Weise durch laufend wechselnde Sonderausstellungen ergänzt. Macht und Pracht, Im Zweitakt zum Erfolg, DDR-Rennwagen, Presto und Röhr, die vergessenen Marken, Militärfahrzeuge oder Showcars von Audi. Das sind nur einige der Titel und Themen der noch kleinen, aber wertvollen Sonderschau im Erdgeschoss. Unser Museum ist eine GmbH und diese erhält wertvolle Unterstützung durch die Stadt Zwickau und die Audi Aktiengesellschaft Ingolstadt. Diese Unterstützung zeigt sich in besonders eindrucksvoller Weise eben jetzt im 25. Jahre des Bestehens des Museums. Wir sind nämlich gerade dabei, die Ausstellungsfläche von derzeit 3000 Quadratmetern auf 6000 Quadratmetern zu verdoppeln.
Nach Fertigstellung der attraktiven Erweiterung kann jeder ohne große Mühe ab dem Jahre 2015 einen ganzen Tag oder noch länger im Museum verbringen. Und keine Minute wird ihm langweilig sein.